So, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Florian, zu dir nach Landau. Ich sehe, du bist in Landau, nicht in Siebelding. Und bei mir auch ganz ungewöhnlich, ich glaube, ich nehme das erste Mal aus dem Odenwald auf, tatsächlich. Ja, guten Morgen. Also, Ich bin heute guten tatsächlich Morgen. im Nuka Chardonnay. Aufgrund des Faschingsmontags ist bei mir zu Hause High Life und Genau. da sind alle Kinder daheim und meine Frau ist daheim. Da habe ich gesagt, wenn ich in Ruhe aufnehmen will, dann gehe ich doch lieber mal ins Nuka und nehme im Nuka auf. Genau, es stimmt, das ist Rosenmontag. Es war auch sehr übermotiviert von mir, an Rosenmontag eine Podcastaufnahme zu starten. Aber gut, ich Kommen wir sitze hin. Wir haben hier. nur 20 Minuten Verspätung zum ursprünglich geplanten Termin. Also von daher, alles Ja, gut. das lag aber tatsächlich an was anderem, weil meine Kinder sind ja auch nicht im Kindergarten. Und wir waren jetzt heute Morgen schon beim Pony und die sind geritten. Und naja, mit zwei kleinen Kindern verzögert sich das dann doch immer ein bisschen. Deswegen, sorry, also das ist auf meinem Mist gewachsen. Jetzt bin ich aber hochmotiviert und genau, wir starten heute in unserer Februar-Ausgabe. Geplant war eigentlich die Rubrik, die Geschäftsbereiche vorzustellen, weiterzuführen. Allerdings hat unser Interviewgast, der dafür natürlich auch prädestiniert ist, hat leider jetzt ganz wenig Termine frei, sodass wir das auf September geschoben haben. Also es ist nicht vergessen, die zentralen Dienste werden noch vorgestellt werden. Genau, aber wir haben uns jetzt das Ganze nochmal dann zum Anlass genommen und wollen euch einfach nochmal so ein paar, wir nennen die Folge auch, ich habe sie mal Zahlen, Daten, Fakten genannt, weil wir wirklich jetzt Sachen heute veröffentlichen möchten, die ja schon ganz fest verankert sind oder wo es feste Termine gibt. Ja, auf jeden Genau. Fall. Wir haben einfach aufgrund von ERP-Einführung und Jahresabschluss in den zentralen Diensten da im Moment keine Kapazitäten, Ja. dass wir das machen. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben. Wir werden es auf jeden Fall machen und unsere Reihe hier dann vervollständigen. Genau, ja, sehr gut. Also, lieber Flo, vielleicht fängst du einfach mal an, wenn du möchtest, mit der ersten Bekanntmachung. Ja, das passt ganz gut. Also ich war heute Morgen tatsächlich schon trainieren. Ich war nicht auf beim Pony, ich war im Fitnessstudio und habe da auch den Andreas Nagel getroffen. Und das passt ganz gut. Wir haben ja aktuell einen großen Zulauf im Bereich unseres CleverFit-Angebotes und sind aktuell bei 17 Mitgliedern oder MitgliederInnen, die das Angebot nutzen. Und wir haben aus dem Grund gesagt, wir wollen gemeinsam im CleverFit einfach mal wieder eine Aktion starten. Und was würde da besser passen, als einen Mobility-Kurs anzubieten? Also so ein bisschen Beweglichkeit, gerade für die Leute, die viel sitzen den ganzen Tag, ist es sicherlich hilfreich, ein wenig zu sehen, okay, wie kann ich mich mit einfachen Übungen ein bisschen aufdehnen, ein bisschen drehen, wie kann ich meine Beweglichkeit vielleicht auch steigern? Aber auch gerade für die Kollegen und Kolleginnen in der Produktion, die, sage ich mal, eintönige oder immer die gleichen Arbeiten machen, ist es vielleicht auch gar nicht verkehrt, sich das mal anzuschauen. Und dementsprechend haben wir hier einen Termin vereinbart. Und da werden wir von, ich glaube, mindestens einem Trainer besucht. Wir machen das Ganze oben in der Kantine in Werk 2, werden da die Tische ein bisschen auf die Seite räumen, die Kollegen vom CleverFit bringen Matten mit, machen so ein bisschen eine Einweisung, Erklärung am Anfang, warum macht man das und wie kann das Ganze aussehen und werden dann so 20, 30 Minuten auch einen Mobility-Kurs mit wechselnden Übungen machen. Ja, sehr schön. Ich freue mich drauf. Ich glaube, war die Teilnehmerzahl begrenzt? Teilnehmerzahl ist insofern begrenzt, dass wir natürlich nicht unbegrenzt Kapazitäten in der Kantine haben. Aktuell sieht es aber nicht so aus, dass uns da die Teilnehmerzahl überrennt. Wir sind im Moment bei einer Anmeldezahl von 9 Personen. Das passt locker. Wenn es 15 werden, ist auch in Ordnung. Also von daher, alle einfach mal im Intranet schauen. Am 12.03. findet das Ganze statt von 17 Uhr bis 17:45 Uhr. Mitbringen müsst ihr eigentlich nichts. Ihr dürft natürlich gerne ein paar bequeme Hosen oder so noch mitbringen, ist aber jetzt nicht zwingend notwendig. Genau, ich würde auch sagen, vielleicht so ein bisschen lockere Kleidung an dem Tag und vielleicht ein Handtuch, der dran denkt, der ein oder andere, der nicht jetzt so auf der Matte liegen möchte. Ja, ich werde auch dabei sein. Ich freue mich drauf.
Genau. Ja, dann haben wir leider eine Ankündigung zu machen. Was heißt leider ist, wir hatten ja den Erste-Hilfe-Kurs fürs Kind ins Leben gerufen. Und da waren auch eine sehr hohe Zahl an Interessentinnen und Interessenten. Jetzt, leider ist die Kommunikation mit dem Roten Kreuz etwas zäh, sodass die mir auch nur einen Termin jetzt anbieten konnten. Ich denke, die haben auch natürlich, sind stark frequentiert und gut ausgelastet. Und leider können die, also kann kaum jemand an diesen Samstag, das war der dritte, dritte, glaube ich, oder der zweite, dritte, bin mir nicht ganz sicher, welcher Tag davon ein Samstag ist. Und dann habe ich die Rückmeldung eben auch noch bekommen, dass es halt eine sehr lange Anzahl an Stunden ist. Also, dass viele, die Kinder haben, samstags nicht einfach 8 Stunden an dem Kurs teilnehmen können. Dann habe ich mich direkt wieder mit dem Verantwortlichen des Kurses in Verbindung gesetzt und habe gesagt, dass er mir bitte noch einen neuen Terminvorschlag machen soll. Also auf die Rückmeldung warte ich jetzt und habe auch gleich mal angefragt, ob es eventuell möglich ist, dass man den Kurs etwas komprimierter macht oder sogar an 2 Samstagen. Das müssen wir einfach mal schauen, was da die Möglichkeit hergibt. Ich selbst habe schon oft die Erfahrung gemacht, wenn man an so einem Kurs teilnimmt, und das sind nicht ganz so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer, und man verkürzt die Pausen, dass das Ganze sowieso schneller vonstatten geht. Also ich habe selten einen Kurs 8 Stunden im Rahmen jetzt meines Studiums oder Führerschein. Das glaube ich, die gingen alle nicht ganz so lange. Aber klar, man muss sich natürlich so letztendlich darauf einstellen, dass es eine gewisse Zeit dauert. Von daher bin ich da in Kontakt und hoffe auf schnellstmögliche, also auf eine schnelle und vor allem aussagekräftige Rückmeldung. Genau, von Zur dem. Not schauen wir einfach, ob wir einen anderen Anbieter finden, der uns da weiterhilft. Vielleicht gibt es auch noch, also es gibt ja noch andere Anbieter, die das machen. Müssen wir einfach mal schauen. Wenn das nicht funktioniert, Genau. beziehungsweise wenn die nicht flexibel genug sind, um uns hier etwas anderes anzubieten, müssen wir gucken. Bin guter Dinge, dass wir es trotzdem noch zeitnah hinbekommen. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Interesse besteht ja, das haben wir jetzt mal abgefragt damit und ich denke, es ist auch nach wie vor sehr wichtig und sehr effektiv, das auch selber daran teilzunehmen. Von daher, wie du sagst, wir finden da auf jeden Fall eine Lösung. Nur stellt euch an alle, die sich für den Samstag jetzt angemeldet haben, es sind aktuell nur 3, aber an alle einfach mal bitte vormerken, dass dieser Kurs sehr wahrscheinlich nicht stattfinden wird am 2. oder 3. 3. Ich weiß jetzt nicht, welcher Tag der Samstag ist. Genau. Ja, was aber auf jeden Fall stattfinden soll dieses Jahr oder wieder stattfinden wird, ist zum einen natürlich unser Lauftreff. Da haben wir im letzten Podcast ja auch schon mal kurz drüber gesprochen. Da bin ich mit dem Chris von der Running Company in Gesprächen, dass wir da wahrscheinlich Ende März, Anfang April anfangen mit kleinen Laufschulen, mit kleinen Lauftreffs. Müssen wir mal noch gucken, wie wir das machen, ob wir von hier aus dann loslaufen oder ob wir tatsächlich vielleicht sogar für die Einsteiger hier auf dem Firmengelände was machen, einfach so kleine Laufschule. Da haben wir so die ein oder andere Idee. Ich sag mal, rund um Werk 5 bietet sich ja an, sind ja ein paar Meter, sogar länger als eine Stadionbahn, würde ich sagen. Da müssen wir einfach schauen. Also das wollen wir auf jeden Fall anbieten. Da wollen wir dann auch schauen, dass wir auf die einzelnen Bedürfnisse relativ individuell eingehen können. Das kommt dann immer auch auf die Gruppengröße an. Aber da werden wir auf jeden Fall was machen. Und was wir dann noch mitmachen werden, ist quasi so als Ersatz zum Thema Fußball, weil Soccer wird dann, sage ich mal, ab Ende März wahrscheinlich etwas zu warm in der Halle. Die ist leider nicht klimatisiert. Und jeder, der schon mal in der Halle gespielt hat, weiß, wie warm und anstrengend es wird. In der Halle im Speziellen ist es nochmal ziemlich heiß. Also ich habe da einmal im Sommer drin gekickt. Das macht nicht so wirklich viel Spaß. Aber da wollen wir dann, sagen wir, ab April wieder zum HSV gehen und da auch wieder Beachvolleyball spielen, um, sage ich mal, auch vielleicht die Kollegen mitzunehmen, die jetzt über Winter nicht so fußballaffin waren. Und vielleicht kann man die ersten ja tatsächlich auch motivieren, von den Fußballern bei den Volleyballern mitzugehen, um dann im Herbst, Winter den umgekehrten Weg auch einschlagen zu können. Ja, finde ich eine gute Idee. Es ist auch wirklich was für alle geboten dann letztendlich, wenn wir beides anbieten. Ja, ich glaube, Volleyball war auch immer gut besucht, auf jeden Fall, ne? Es Das hat auf jeden Fall immer war viel sehr. Spaß gemacht. Beim Volleyball haben wir den Vorteil, dass wir danach noch in der
ja, ich nenne es Gaststätte, nicht bewirteten Gaststätte, aber an der Bar noch das ein oder andere Kaltgetränk zu uns nehmen konnten, waren immer schön noch in der Sonne gesessen. Bietet sich ja auch an, ist nicht weit weg von der Firma hier. Wir sind ja, sage ich mal, da innerhalb von ja, 2,5 bis 3 Minuten dann auch dort. Von daher bietet sich das schon an, dass wir das wieder anbieten. Ja, sehr schön. Genau, dann der nächste Punkt, den wir auch demnächst anbieten können, ist das Nichtraucherseminar. Wir hatten berichtet, wir waren mit einigen Anbietern in Kontakt, haben jetzt nächste Woche, übernächste Woche, haben wir, ich sag mal, das Finale, den finalen Austausch mit dem Anbieter der KKH, der Markus Müller, der setzt sich mit uns in Verbindung und wird uns die Rahmenbedingungen nochmal genau erläutern. Und dann können wir auch diesen Kurs ganz sicher noch in der ersten Jahreshälfte anbieten. Ja, sehr schön. Und dann können alle die, die aufgehört haben mit dem Rauchen und dann ihre Zeit nutzen wollen, zum Volleyball mitkommen. Weil wenn man es Ja, dann so genau. über den Tag rechnet oder über die Woche rechnet, da kann man sicherlich die eine oder andere Stunde fürs Volleyballspielen rausschlagen. Oder man hat auch mehr Luft wahrscheinlich, oder? Und das noch dazu, ja, muss man sich weniger auswechseln lassen. Genau. Ja, freue ich mich auch, dass das jetzt stattfinden kann. Ja, sehr schön. Wir wollen natürlich auch, und das haben wir im ersten Podcast dieses Jahr schon angekündigt, und das haben wir damals auch, als wir es zum ersten Mal gemacht haben, im Nachgang abgefragt, dieses Jahr die Gesundheitsmesse wieder stattfinden lassen. Wir haben da schon so die ersten Ideen, was wir machen. Wir haben auch die ersten Ideen, wann wir es machen. Wir wollen es tatsächlich, wenn alles gut läuft, noch im ersten Halbjahr dieses Jahr wieder stattfinden lassen. Wollen das so wie das letzte Mal auch. Gemütlich mit dem einen oder anderen Partner, mit dem wir jetzt schon zusammenarbeiten oder vielleicht auch mit dem wir eine Zusammenarbeit planen für die Zukunft anbieten, werden das Ganze auch wieder bunt mischen mit Mitmachaktionen, mit Informationsveranstaltungen, Informationsständen, sicherlich vielleicht auch mit dem einen oder anderen Leckerbissen wieder. Und da sind wir guter Dinge, dass wir das auch im ersten Halbjahr diesen Jahres noch hinbekommen. Ja, das machen wir auf jeden Fall, genau. So wie der finale Tag steht, können wir auch, also in die Planung gehen wir natürlich vorher schon. Hast ja gerade schön erläutert, dass wir einfach noch auf gewisse Dinge jetzt, ja, die wir noch im Fokus haben, wollen wir auf jeden Fall noch ein paar Ansprechpartner dafür gewinnen. Und ich bin aber optimistisch, dass wir das auch, dass das uns gelingt. Du bist ja sehr gut connected, was das angeht. Ja, die hatten auch alle Genau. Spaß beim letzten Mal. Also von daher gehe ich davon Ja. aus, dass die gerne wiederkommen. Nein, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Und wir haben ja auch schon viele neue in petto. Du hast da ja auch schon einige wieder in der Hinterhand. Das ist natürlich immer, ja, finde ich super. Wird bestimmt mega. Genau. Und was wir auch noch freudig verkünden, ist, dass wir jetzt auch in diesem Jahr, jetzt im Februar, ist unsere, haben wir quasi die Brandenburger mentale Gesundheit eingeführt. Das war, oder ist vor allem für mich ein Herzensthema. Wie kann man den, ja, nicht nur den Betroffenen, wie kann man jedem einfach eine gewisse Offenheit und eine gewisse Toleranz, Akzeptanz für Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schaffen, was das Thema mentale Gesundheit angeht? Also sei es eine Erkrankung, die man vielleicht nicht direkt sieht, ja, wie jetzt ein gebrochenes Bein, aber es ist genauso eine Erkrankung und man hat auch einfach mal vielleicht Stimmungsschwankungen oder man ist mal in einer Phase, in der man nicht so happy ist, nicht so glücklich ist. Und da wollen wir einfach eine Plattform bieten, ja, der man sich anonym, ganz unverbindlich annehmen kann, wo man Hilfe suchen darf, wo man ganz unverblümt auf uns zukommen darf. Und wir haben da jetzt einen Arbeitskreis gebildet mit der Carla, mit Carla Heimrich, mit dem Tim Brandenburger, Florian und ich. Und vom Qualitätsmanagement sind da Hakan Torun und die Angela Stein mit dabei. Und wir arbeiten jetzt das Ganze von der Pike auf und können dann hoffen, wenn wir das Jahr auch zum Abschluss bringen, dass wir auch das ganze Thema mentale Gesundheit so gut etabliert haben bei uns im Unternehmen, im Rahmen des Brandenburger Gesundheitsmanagements, ja, dass das ein fester Bestandteil ist, der gut funktioniert. Ja, da vielleicht noch so zwei, drei Dinge mit dazu. Es geht ja nicht nur darum, dass wir sagen, wir wollen hier die Erkrankung oder die möglichen Erkrankungen, die bereits vorhanden sind,
behandeln oder helfend zur Seite stehen, sondern es geht tatsächlich auch einfach darum, viel früher anzusetzen und zu sagen, okay, was sind denn Dinge, die mich belasten können, mental im Bereich meiner Arbeit, aber auch im Bereich meines Privatlebens, wie kann ich damit umgehen, um vielleicht gar nicht zu so einer Erkrankung zu kommen. Und dann natürlich, wie Franzi gesagt hat, das Verständnis zu schaffen, dass es tatsächlich eine, ich nenne es mal normale Krankheit ist, so wie du gesagt hast, beim Beinbruch sehe ich es, bei einer mentalen Erkrankung kann ich es auf den ersten Blick nicht erkennen. Und wie gesagt, da gibt es so die zwei Themen, das ist ja wie bei allem im Gesundheitsmanagement, wir versuchen präventiv zu arbeiten, um dann im schlimmsten Fall aber auch unterstützend zur Seite stehen, wenn eben die Prävention nicht rechtzeitig oder nicht intensiv genug war. Und das ist einfach in einer schnelllebigen Welt, in der wir aktuell sind, die mit vielen Informationen geflutet ist, einfach ein wichtiger Punkt. Und Franzi ist da prädestiniert dafür, um das Thema bei uns einzuführen. Und da sind wir mittlerweile mit sehr viel Engagement und auch vielen Ideen am Start und freuen uns, wenn wir da jetzt Stück für Stück nach vorne kommen. Ja, genau, sehr gut. Das Thema Prävention, das hatte ich jetzt so ein bisschen übersprungen. Das ist absolut richtig und für mich auch ganz klar. Ich habe jetzt auch im letzten Post, den habe ich am Samstag auch ganz bewusst online gestellt, weil ich dachte, vielleicht schaut der ein oder andere auch am Wochenende mal rein und hat viel mehr Muse dafür. Das ist eine quasi einen kleinen Lehrpfad oder eine kleine Doku bei Masterplan. Schaut es euch einfach an. Man muss nichts tun, einfach mal anschauen, zuhören und das bisschen auf sich wirken lassen. Da sind wirklich tolle Übungen dabei oder schöne Einführungen, wie der Flo auch sagte gerade, für den Alltag. Also was für jeden irgendwie, wo jeder sich einen Zugang zu schaffen sollte, weil selbst wenn man gar nicht irgendwie prädestiniert ist dafür oder anfällig ist für Traurigkeit oder für sich nicht gut zu fühlen, jeder hat einfach mal stressige Zeiten und Stress ist auf Dauer, egal ob jetzt positiv oder negativ, immer eine Belastung für den Körper und kann immer ein Auslöser sein, an sowas zu erkranken. Ja? Deswegen absolut richtig, präventiv, schaut es euch an, einfach um eine gewisse Berührung, eine gewisse Offenheit zu dem Thema gegenüber zu bekommen. Auch, dass das ist eine achtteilige Doku, ich habe gerade schon mal reingeschaut nebenbei. Und Franzi offener gegenübertritt. Ja, ist eine achtteilige Doku. Ist verlinkt in dem Post von Franzi. Wenn man auf das Wort Stressmanagement klickt, kommt man automatisch zum Thema Masterplan und geht insgesamt eine halbe Stunde. Kann man also schön in Häppchen sich anschauen und sich da, so sag ich mal, einen ersten Eindruck zu dem Thema verschaffen. Genau, ja. Also man kann jetzt erstmal nur die Doku gucken, die geht nur 9 Minuten. Wenn man aber direkt die anderen Lektionen mitmacht, ist richtig, dann geht es ungefähr eine halbe Stunde. Aber das ist für den Anfang schon mal, denke ich, ganz gut, um reinzukommen. Ja, sehr schön, Flo. Jetzt sind wir schon beim letzten Punkt, glaube ich, bevor die drei Dinge kommen. Genau, wir arbeiten sie ab. Wir holen die auf die verspätete Zeit wieder nach. Genau, wir sind effektiv heute. Wir haben bewusst auch ja gesagt, wir wollen gar nicht so weit ausschweifen und gar nicht so viel in die Tiefe gehen. Wir haben jetzt nur noch eins mitgebracht und zwar haben wir in der letzten Zeit, und da sind Franzi und ich ja auch immer gemeinsam aktiv, bei dem Thema Firmenzeitschrift, wo wir jetzt aktuell die Auflage für dieses Jahr planen und dementsprechend auch im Doing sind. Und da haben wir tatsächlich jetzt mit Jürgen Elsässer einen neuen Kollegen, der auch im Bereich der Firmenzeitschrift mit dabei ist und der auch von sich aus in eine ähnliche Richtung geht wie Franzis mentale Gesundheit. Und da sind Franzi und Jürgen jetzt auch schon im Austausch. Aber an der Stelle einfach nochmal ein großes Dankeschön auch an Jürgen und natürlich an alle anderen fleißigen Schreiberlein, die auch so immer mit dabei sind und vielleicht auch der Aufruf, wer noch eine Idee hat oder sich gerne ein bisschen einbringen möchte, darf sich gerne bei uns melden. Wir freuen uns über jeden, der unsere Firmenzeitschrift bereichert. Ja, muss ich auch sagen, also erstmal ein großes Dankeschön auch vor allem an dich, lieber Flo, der die Firmenzeitschrift ja wieder so hat aufleben lassen oder was heißt aufleben lassen? Ich glaube, so hat sie noch nie gelebt. Ich mochte sie schon immer gerne, aber es ist natürlich jetzt irgendwie nochmal eine ganz andere Qualität. Und wir haben uns auch die
Ja, die Sachen, die kritisiert wurden, zu Recht kritisiert wurden, die haben wir, beherzigen wir, da sind wir auch alle sehr, sehr einsichtig und wollen das natürlich auch verbessern. Es ist ein super Team, ich finde die Zusammenarbeit sehr angenehm und ja, auch ein Riesenlob an den Jürgen, der ist wirklich sehr engagiert. Ich hoffe, das geht über die erste Ausgabe hinaus, wo er jetzt mitwirkt, aber bisher, ja, kann man sagen, ist er gut. Hat er sehr viel Input und bereichert die Firmenzeitschrift sicherlich. Genau, also Dankeschön auch dafür an das ganze Firmenzeitschrift-Team. Ich habe da sehr viel Freude dran und die ganze Familie. Also wir sind da alle on fire, wenn die rauskommt. Ja, lieber Flo, ich muss ja sagen, jetzt diese drei Dinge, wenn ich das so lese, als ich die Agenda geschrieben habe, da war ich auch noch so ein bisschen voll dabei, dass ich in die Fastenzeit starte. Jetzt bin ich noch so in der Faschingszeit und vielleicht willst du mal anfangen oder wir machen das so ein bisschen hin und her. Ja, vielleicht für alle, die nicht lesen können, was wir hier lesen, nämlich die drei Dinge, die wir in der Fastenzeit beherzigen, beziehungsweise die drei Dinge, die wir versuchen werden umzusetzen. Und ich habe so überlegt, was denn so die Dinge sind, auf die ich A, entweder verzichten möchte oder die ich vielleicht tatsächlich bewusst ändern möchte in der Zeit. Und dann kamen so ja, spannende Dinge wie ich mache mal 4 Wochen alkoholfrei oder ich verzichte auf Zucker oder Fleisch oder irgendwas. Und meine Challenge ist tatsächlich, dass die Fastenzeit aber gespickt ist mit Veranstaltungen, auf denen ich eingeladen bin, wo ich sage, auf denen möchte ich eigentlich gar nicht verzichten. Sei es auf ein Glas Sekt oder sei es auf was Leckeres zu essen. Und von daher muss ich sagen, trifft hier bei dem Thema, was ich denn beherzigen möchte, eigentlich eher so meine Idee, meine Grundsatzthematik des Jahres zu. Und zwar ist es so, dass wir ja letztes Jahr mit dem Führungskreis einen Workshop gemacht haben zum Thema werteorientierte Führung. Und wir haben uns quasi im Abschluss oder zum Abschluss hat sich jeder so einen Wetteinsatz überlegt, was er denn in seiner Art zu kommunizieren gerne zukünftig mehr berücksichtigen würde. Und mein Wettpartner war Tim und ich habe schon zwischendurch immer mal wieder geschrieben, Tim, du hast die Wette quasi gewonnen, weil ich schaff's nicht. Ich kann mich da nicht so dran halten, aber das ist so ein bisschen der Vorsatz, den ich jetzt nochmal neu aufgegriffen habe, einfach zu sagen, okay, das, was ich mir da aufs Papier geschrieben habe, da würde ich mich gerne dran halten und ich sag mal noch bewusster kommunizieren und vielleicht noch etwas mehr auf meinen Gegenüber eingehen. Sehr schön. Ich finde, wenn man sich, wenn du jetzt anfängst, genau, dann öffnen sich mir auch immer noch mal so ganz andere Fastenthemen. Ne? Man denkt in erster Linie immer so an materielle Dinge oder genau Fleisch und keine Süßigkeiten. Und aber diese Mundhygiene, also ich nenne jetzt mal das ganz bewusst, nicht die Mundhygiene, sich die Zähne zu putzen, sondern auf seine Aussprache zu achten oder kommunikativ einfach sich da irgendwie, ich nenne es jetzt mal weiterzubilden oder sich zu verbessern. Das ist ja. Da denke ich immer gar nicht so dran tatsächlich. Vielleicht mache ich das auch. Vielleicht versuche ich weniger zu fluchen oder so. Also bei mir stand jetzt auch tatsächlich, dass weil es immer schwierig ist, finde ich, wie du es ja gerade schon gesagt hast, weil man so viele Events in der Zeit eigentlich immer hat. Also auch mein Geburtstag liegt immer dazwischen und ist alles so ein bisschen doof. Haben wir auch, meine Freundin und ich haben immer so eine Liste gemacht auf Sachen, die wir quasi ja, dazu nehmen. Also nicht, dass wir verzichten, sondern dass wir eben sagen, ich laufe ja eh fast jeden Tag meine Joggingrunde, dass ich einen Sprint mehr einbaue oder dass ich 1 Kilometer mehr dazu mache oder so. Ja, also auf sowas sind wir auch tatsächlich raus. Also ich werde das jetzt auch beherzigen. Ich werde versuchen, meine 5 Kilometer Zeit zu verbessern in der Fastenzeit. Als Punkt 1. Das ist ja auch schon mal ein guter Ansatz. Und finde ich ein ganz, ganz spannendes Thema, das Thema Fastenzeit einfach mal umdrehen und eben nicht zu verzichten, sondern zu ergänzen. Genau. Da passt vielleicht auch so mein Vorsatz oder mein Ziel. Auch darüber hatten wir es im letzten Podcast. Ja, das Thema, ja, 3. Oktober, Marathon in Landau. Passt das eigentlich auch ganz gut mit dazu, weil ich gesagt habe, okay, ich versuche jetzt kontinuierlich. Im Moment ist es so, dass ich sage, ich will am Wochenende gehe ich 1 Stunde laufen.
und schaue dann danach, was dabei rausgekommen ist. Also ich sage gar nicht, ich will in der Stunde 10 Kilometer laufen oder so, sondern ich sage einfach, ich gehe eine Stunde mich bewegen. Und da ist mir tatsächlich heute Morgen dann so auf dem Weg hierher der Gedanke gekommen, ich müsste jetzt vielleicht langsam mal von der Stunde weggehen und Richtung anderthalb Stunden, weil ich ja wahrscheinlich den Halbmarathon nicht in der Stunde laufen werde. Also schön wäre es, aber sehr, sehr unwahrscheinlich. Und von daher ist es eigentlich ganz, ganz gut zu sagen, okay, man packt hier peu à peu mal was obendrauf. Und ja, da ist doch das eigentlich ein ganz guter Vorsatz für die Fastenzeit jetzt. Ja, voll. Also das finde ich nämlich auch genauso, was Positives hinzuzufügen. Das ist ja fast, wie wenn man was Negatives wegnimmt. Fast sogar wertvoller eigentlich. Nichtsdestotrotz, ich versuche mich auch, was meinen materiellen Konsum geht, stark einzuschränken. Also ich habe das die letzten Jahre gemacht, dass ich tatsächlich gar nichts eingekauft habe, klamottentechnisch für mich. Und versuche mich auch dieses Jahr wieder dran zu halten. Ich bin aber nicht ganz so streng mit mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, vor allem, wenn du mein Geburtstag dazwischen liegt. Ja gut, und wenn du halt vorher und danach mehr einkaufst, ja, ist die Fastenzeit auch nicht ganz so aussagekräftig. Habe ich aber nicht. Also ich habe wirklich, bin da jetzt eh schon ein bisschen auf einem guten Weg, muss man sagen. Es geht ja auch um die ganze Fast-Fashion-Industrie. Da sollte man sich, glaube ich, generell ein bisschen zügeln. Aber nichtsdestotrotz, ich gebe dir recht, es hat nichts mehr mit der Fastenzeit zu tun und ich sollte mich auch davor einfach ein bisschen einschränken. Habe ich aber jetzt, bin ich, glaube ich, auf einem guten Weg. Also ich werde mich in der Fastenzeit sehr zurückhalten. Mein Mann wird sich auch bedanken. Nicht nur das Karma, wobei der mir alles gönnt, natürlich. Wir werden berichten, wenn wir dann nach der Fastenzeit wieder aufzeigen, inwiefern unsere Ziele und Pläne. Genau, ja. Genau. Ja, ich glaube, ich kriege gar keinen dritten Punkt mehr zusammen. Aber auch einfach, weil ich das zumindest auch sehr allgemeingültig gehalten habe. Nein, also ich versuche, ich esse ja mittlerweile wieder ein bisschen Fleisch. Aber eigentlich, genau, fällt es eh immer schon bei mir weg. So ganz viele Sachen, so Zucker ist auch was, was man ja heutzutage eh, wenn man bewusst lebt, kaum, also, ne, so, dass man jetzt sagen muss, man muss da komplett drauf verzichten. Ich finde, das ist ja auch eine Art unserer Gesellschaft mittlerweile, so ein Lifestyle, dass man wirklich auf viele Sachen ja schon ganz bewusst eh im Alltag verzichtet oder die reduziert. Deswegen, mein Appell, versucht einfach die Zeit zu genießen. Also, ich glaube, man darf sich nicht so einschränken und ich bin auch nicht so gläubig. Ich finde natürlich den Gedanken der Fastenzeit schön, einfach so ein bisschen Abbitte zu leisten oder so, aber generell sollte man, glaube ich, nicht so streng mit sich sein. In diesem Sinne, lieber Flo, entlasse ich dich. Ich glaube, du hast noch einen längeren Arbeitstag vor dir. Ich habe auch meinen nächsten Termin und schön, dass wir uns gesehen haben. Schön, dass ihr mich nicht alle gesehen habt, nur der Flo. Ja, viel Spaß noch beim Fasching feiern im Odenwald. Ich glaube, da ist noch ein bisschen was bei euch. Heute Abend wäre die nächste Veranstaltung, aber ich habe mich schon dezent abgemeldet. Okay. Und dann hören, sehen, lesen wir uns die nächsten Tage und dann alle Zuhörer und Zuhörerinnen ein schönes Faschingsfest, beziehungsweise wir hoffen, ihr hattet ein schönes Faschingsfest, weil wenn der Podcast rauskommt, ist Fasching schon vorbei. Fasching over. Ja. Also ihr Lieben, schönen Tag. Tschüssi. Ciao.